Ich mag nicht von einem Hauskünstler sprechen, aber in den 40 Jahren Galerie haben wir sehr viele Bilder von Armand Jamal handeln können, handeln dürfen. Ein Künstler 1870 bis 1946 gelebt, kommt aus einer sehr vermögenden Familie, hat zuerst eine Ausbildung gemacht als Jurist und ist auch Doktor der Jurisprudenz und hat sich dann später auf die Malerei fokussiert. Er ist sehr viel gereist, er hat große Ausstellungen in seiner Zeit gemacht. Seiner Reisetätigkeit verdanken wir sehr viele Impressionen aus ganz Europa. Wir haben hier eine sehr schöne Arbeit mit dem Motiv Venedig. Und man sieht, dass es bei Jamar einen ganz besonderen eigenen Strich ergibt. Und ich möchte einfach mal auf diese Partie Ihr Augenmerk lenken. Eine unverwechselbare Formensprache, unverwechselbar schnell und sicher Dinge auf die Leinwand zu bringen. Hier eine etwas größere Arbeit in dem Maß 55 mal 75, was relativ selten ist. Als gelernter Jurist war er auch ein sehr sorgfältiger Künstler, sodass sehr viele Sachen von ihm auch datiert sind. Und hier haben wir eine Arbeit aus dem Jahr 1932.